Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. So, wir brauchen noch eine Wegelagerin und 5 Wildfedern. 4 Wildfedern, Entschuldigung. Glaube ich, in dem hinteren Teil. Feuertotem. War ein Feuertotem. So. Zack. Oh, die hat gestanden. Gefährlich, gefährlich. Oh. Oh. Noch 3 Wildfedern. Komm, in der Zwischenzeit machen wir Le Feuer. So, Elementarzeugs, wenn ich bekomme, schicke ich auch alles zu meinem Bankjar. Jetzt nicht um es unbedingt zu verkaufen, sondern damit wir das einfach mit allen Charakteren haben. Und wir auch dadurch mit allen Charakteren Zugriff haben. Ne? Anstatt dann immer hin und her zu loggen, weil sich, hey, das wichtige Zeug hat der Bankcher. Und da kann ich ja dann reingucken. Das darf ich nicht machen. Sonst sehe ich auch. Kann ich hier natürlich zwar die Bank nachgucken, aber sie unten auch das Gold. Okay, dann dürfen wir da nicht reingucken, weil dann wissen wir, wie viel Gold der Bankschar hat. Und das will ich ja vermeiden, dass wir das gucken können. Das soll eine Überraschung sein. Obwohl das auch ziemlich schwachsinnig ist, weil ich ab und zu immer mal wieder das Geld. Aktuell weiß ich nicht, wie viel er hat tatsächlich, aber ich muss ja ab und zu immer wieder das Geld vom Briefkasten holen. Das heißt, da muss ich weggucken. Ja. Keine Wildfeder, keine Feuerelementare. Darin. Gewesen. Shit, komm. Ab hier. Wieder quasi auf die andere Seite rüber. So. Darin. Ah. Da. Das ist zu weit entfernt. Ansturm.
Ah, komm schon. Komm schon. Wir müssen ja sowieso, also einmal müssen wir hier noch runter, ja. Wieder noch mit. Einfach nur das auch gleich haben. Die ist ja auch immer noch da. Guck mal an, wer da ist. Misha und Rexa. Und Ehre. Sog, sog. Der Rexa. Für die Horde. Den werden wir nie mehr wieder so schnell finden. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Wenn wir dann später brauchen. Und zwar brauchen wir den ab Stufe 60 für die Pre-Quest von Unikfer. Er kann uns auch mal erzählen, wo eigentlich der Chen ist. Der gute Kumpel, Chen Stummbräu. Warum man nur sein Bier findet. Das wäre mal toll. Wait. Da noch. Schadi, Schadi, Schokolade. Papien. Da drüben. Mithril. Na hier. Das ist zu weit entfernt. Gibt's doch nicht. Wildfedern so schwer zum Finden. So, eine Wildfeder noch. Oh, Schweinchen, gibt's ein Hammelkotelett für dich? Kann ich noch nicht wirken. So. Zack. So, dann noch eine Wegelagerin. Hier sein und dann gehen wir hier nach oben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und wenn wir dann hier sind, rennen wir hier einmal kurz durch und werden die Quest noch machen. Bei den Goblins, wo wir halt gescheitert sind beim letzten Mal. Dann werden wir noch mal hier hinkommen. Dann müssten wir auf Stufe 28.
Reichweite. Zack. So. Dann rennen wir hier nach oben. Ist ja hier gewesen, oder? Ja, hier war das. Jetzt sind viele Spieler. Der Green Wolf. Auch da. Ups. Stell mal wieder so. Umbari, umbari. Pfeilchen brauche ich dann auch wieder neue. Kaufen wir dann auch ein. Schade. Nicht geschafft. Ich bin ganz Ohr. Ach so, genau. Ordanus, das ist der da. Macht man gerade, hä? Welche Quest ist das? Aber das ist die Quest, warum wir nach Ashenwell müssen. Hier. Der Aschenwal. Wo wir uns jetzt wieder ein bisschen rumtummeln werden. Das ist die Leader-Quest. Wir machen sie. Er ist gut. Geht in Frieden. Sehr gut. Oh, und da müssen wir noch zum Troll. Ah, ich habe euch erwartet. Möge die ewige Sonne euch. So. Zum Bogenverkäufer. So, gucken wir mal genau ganz kurz. Mache bewegt. Lukta! Vorwärts zum Sieg! Lange Schwanzfedern. Wir hätten ja die Schafen. Gucken wir mal, ob es hier einen Gemischtwarenhändler drin gibt. Vielleicht verkauft der mir ja die richtigen Teile. Wie kann ich euch helfen? Schade. Tja. Schade, schade, Schokolade, muss ich halt dann wohl oder übel dann später mal kurz die schwachen Pfeilchen nehmen. Das ist zu weit entfernt. Dü-dü-dü. Wir gehen jetzt hier rein. Jetzt geben wir die Quest da oben noch ab. Also wir gehen jetzt hier rein, machen die Quest. Oder erst die, dann die, weil da könnten wir potenziell sterben. Und dann gehen wir nach unten und geben die ab. Okay.
Warte mal, Spielzeit gesamt, ja. Davon bestimmt die Hälfte AFK herumgesessen zwischen den Folgen immer. Spielzeit des Levels 4 Stunden, ja. Spielzeit der Sitzung, kann ich stimmen? Also 2 Stunden 45 Minuten, 3 Folgen habe ich aufgenommen, den Rest war ich AFK. Anti-AFK-Bildschirm ab und zu mal wieder auf Dingheimern, weil ich dann immer wieder zwischenzeitlich hier Screenshots bearbeitet schon habe und alles sowas, ja. Mache ich immer gleich nach der Folge. Monsterkill bis Levelaufstieg bei 210. B-Durchschnitt ist 150. 150. Was? 51 Gegner. Also ich müsste 51 Gegner killen, Level abzubekommen bei 210 XP. Das hört sich tatsächlich ziemlich machbar an und schwierig. Gucken wir doch mal, ob wir da Gegner finden. Wenn sie Pratt nehmen, dann sticht das hier schon heraus, ja? So grün. Tatsächlich. Wenn jeder Pratt hernehmen würde. Das sind hier keine Gegner. Testen wir es doch mal. Yes. 23. Das ist ungefähr der Durchschnitt, was in der Höhle auch drin ist, ja? Mit 15. Dann sage ich 100. Bei dem Ding müsste ich 154 töten. Ah, gut, schade. Gemacht. Ja gut, dann gehen wir da rein in die Mine. Gut, es ging ja flott. Ja, das sehe ich schon. Das Minchen, das olle Goldminchen. Auch seltene Gebäude tatsächlich. Also es gibt von dieser Struktur mit den zwei Eingängen. Also einer oben, einer unten. Wo fällt mir es jetzt ein? Einmal Wald von Elwin. Ja? Dann Hinterland. Hier. Die anderen, das sind meistens so ein Eingangsminen, ne? Gibt's halt viele. Das liegt immer noch auf. Gerade aktuell tatsächlich am Überlegen. Hier keine Gegend. Oh oh.
geht's euch so? Was sind denn das für Wichse? Gixma. Wirklich. Ich hoffe, der krepiert. Ich bleib da außerhalb. Grind ich hier ein bisschen rum. Oder besser, ich bleib hier bei dem Questtypen, helf ihm und nimm die Quest dann einfach gleich an, wenn er fertig ist. Zeit ist Geld. Yo. Auf jeden Fall beende ich hier mal kurz die Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.